Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns gemeinsam diesen 2018er BMW i3 mit einer 94 Amperestunden Batterie an. Und wir wollen herausfinden, ob der BMW i3 vielleicht damals seinerzeit voraus war. Viel Spaß beim Zuschauen! Bevor das Video jetzt richtig startet, muss ich zwei Sachen sagen. Und zwar ist das heute kein normaler Testbericht, wie ihr das von mir kennt. Normalerweise habe ich ja alle Fakten, Daten und so weiter zu den Auto parat und habe mich damit intensiv beschäftigt. In dem Fall ist es aber nicht so. Also ich habe tatsächlich von den Autos noch relativ wenig Ahnung und wir schauen uns das Auto heute einfach mal gemeinsam an. Und wie gesagt, wir wollen heute mal herausfinden, ob der BMW 2013, als er auf den Markt kam, ein bisschen seiner Zeit voraus war und ob er ja als jetzt 8 Jahre altes Elektroauto immer noch mithalten kann mit den Mitbewerbern. Und die zweite Sache, die ich noch schnell anmerken wollte: Wie vielleicht ein oder andere aufmerksame Zuschauer von euch erkannt hat, sind wir heute in einer ganz besonderen Location und zwar in Grünheide. Wer weiß schon, was hier ist. Ihr seht hier im Hintergrund, da entsteht gerade die Tesla Gigafactory 4. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir im Vorfeld schon bei YouTube viele Videos von dem Bau mal angeschaut. Nach nicht mal oder knapp einem Jahr ist das Gelände hier aber sowas von riesengroß. Also in echt ist das Ganze noch viel monströser und größer als in den ganzen Videos. Es lohnt sich auf jeden Fall mal hier vorbeizuschauen, wenn man hier in der Nähe ist. Und passend dazu habe ich eben heute hier den BMW i3 mitgebracht. Der wird zwar nicht hier in Grünheide hergestellt, allerdings ist das auch ein, ja, ich sag mal, deutsches Fabrikat, ein ostdeutsches Fabrikat. Der wird nämlich bei BMW in Leipzig hergestellt, in einer Halle, wo auch zum Beispiel der BMW i8 hergestellt wird bzw. wurde. Beginnen wir wie immer erstmal beim Design des Fahrzeugs. Der BMW i3, er war damals wirklich vom Design her definitiv seiner Zeit voraus. Als der damals auf der AMI 2012 in Leipzig vorgestellt wurde, beziehungsweise die erste Studie gezeigt wurde, da dachte man noch so, boah, sowas kann auch nicht in Serie kommen, das sieht aus wie eine Studie, was es ja damals auch noch war. Aber dann, als wirklich die Serienversion von dem Auto vorgestellt wurde, ich weiß es noch ganz genau, wurden so viele Elemente von der Studie beibehalten und jetzt steht er hier auf der Straße und ich finde, selbst 8 Jahre später sieht das Auto immer noch super futuristisch und zukunftsweisend aus, besonders hier an der Front. Die ist zum einen natürlich komplett geschlossen. Wir haben zwar hier ganz klassisch die beiden BMW Nieren, hier mit dieser blauen Umrandung, wie man das von diesen BMW Elektromodellen jetzt so kennt. Aber wir haben hier keinen einzigen Schlitz oder keine einzige Öffnung für irgendeine Kühlung, wird ja auch nicht benötigt. Wir haben hier in dem Fall keinen Verbrennungsmotor. Es gab den i3 aber tatsächlich auch mit Verbrennungsmotor. Das war jetzt aber in dem Sinne kein Verbrennungsmotor, der das Fahrzeug antreibt, sondern eben ein Range Extender, der eben die Reichweite erhöht hat. Dafür hatte man dann bei den Modellen ungefähr an der Stelle mal einen Tankeinfüllstutzen gehabt, wo man dann ein bisschen Kraftstoff hineinfüllen konnte. Wir sehen heute hier diesen 2018er i3. Es ist kein i3S. Das S-Modell ist ja noch mal ein bisschen sportlicher, hat 14 PS mehr und sieht optisch noch mal ein bisschen schicker aus. Das ist ein ganz normaler i3. Was auf jeden Fall damals auch auffällig war, als der i3 vorgestellt wurde, sind die Reifen. Denn die sind sowas von dünn. Ich gucke gerade mal, wo die Größe steht. Das ist ein 155er, aber 19 Zoll. Also eine riesengroße Felge, aber ein super kleiner Reifen. 19 Zoll. Und ich sehe gerade, der Reifen, der ist tot. Der ist komplett porös. Ja, das Auto ist schon seit 3 Jahren im Carsharing-Einsatz. Der hat natürlich schon entsprechend gelitten. Ist auch noch der erste aus 2017. Aber das nur nebenbei. Super schmale Reifen, das ist eben schon ein erstes Anzeichen dafür, dass BMW versucht hat, hier wirklich konsequent ein effizientes Elektroauto auf die Beine zu stellen. Und das wird einem auch gleich bestätigt bei einem Blick in den Fahrzeugschein. Wenn man nämlich unter dem Punkt G, also das Fahrzeuggewicht, schaut, wird man feststellen, dass der BMW i3 hier weit unter 1,4 Tonnen wiegt. Der liegt hier ungefähr bei 1350 Kilo. Das ist in etwa genauso viel wie mein 17 Jahre alter Golf 5 1.900 TDI. Und das ist wirklich ein phänomenaler Wert für ein Elektroauto, wenn man eben bedenkt, dass hier die Akkus auch noch an Bord sind. Zum Beispiel der VW ID.3, der ja von der Größe her, ich sag mal, ähnlich ist wie der i3, der wog fast 700 Kilo mehr. Der wog fast 2 Tonnen. Und dementsprechend hat BMW hier konsequent versucht, den Leichtbau beim i3 fortzusetzen. Und das wird besonders deutlich, wenn wir einfach mal hier die Tür aufmachen. Denn da sehen wir
dass der Einstieg zum Beispiel schon hier aus Kohlefaser besteht. Also das Auto ist teilweise aus Carbon gefertigt, genauso wie hier die Türtafel. Also man hat hier konsequent überall auf Leichtbau gesetzt. Das sieht man auch hier vorne bei den Karosserieteilen. Das ist hier alles aus Plastik. Das ist aus Blech. Das ist aus Plastik. Also BMW hat wirklich versucht, überall Gewicht zu sparen, was natürlich ein richtig cooler Ansatz ist. Insgesamt muss ich auch so vom Außendesign her sagen, erinnert mich der i3 doch stark an den Audi A2. Optisch sind so minimale Parallelen vorhanden, aber was die beiden vor allen Dingen gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie, als sie vorgestellt wurden, ihre Zeit einfach vorausfahren und dementsprechend nicht so gut bei den Kunden ankamen. Der BMW i3 wurde in den ersten Jahren auch nur relativ schleppend verkauft. Es geht zwar mit den Zulassungszahlen, aber es ist jetzt nicht so krass, wie sich BMW erhofft hat. Das liegt vor allen Dingen eben auch an dem futuristischen Design. Aber BMW hat eben damals versucht, einfach konsequent hier ein richtig cooles, futuristisches und vor allen Dingen auch leichtes Elektroauto auf die Beine zu stellen. Jetzt hier am Heck angekommen, schauen wir uns erstmal die Heckleuchten an. Die sind hier so in die Heckscheibe mit integriert. Kennt man ja zum Beispiel auch vom VW ab so. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und ich würde sagen, wir gucken gleich mal hier in den Kofferraum rein. Den öffnet man hier rüber. Dann sehen wir erstmal hier unser normales Ladekabel. Wenn man jetzt mal auf das Datenblatt des i3 schaut, wird man feststellen, dass der Kofferraum gar nicht so riesig ist. Der soll nämlich nur 260 Liter bzw. 1100 bei umgeklappter Rücksitzbank sein. Aber ich muss sagen, so zum Einkaufen, denke ich mal, ist der Kofferraum vollkommen ausreichend. Vor allen Dingen fällt auf, dass das eben noch so ein Elektroauto der ersten Stunde ist. Sprich, die Ladekante hier ist super hoch. Also dadurch, dass die Akkus eben hier im Fahrzeugboden sitzen, beziehungsweise auch gleich hier runter, wenn man hier runter schaut, da sieht man gleich die Akkus, hat man hier natürlich erstmal keine Ladekante. Aber man muss eben die Gegenstände ziemlich weit hochhieven, um sie dann einladen zu können. Hinten wird man dann erstmal von diesen futuristischen Sitzen begrüßt. Die sehen erstmal ganz interessant aus. Und die sind jetzt, ich würde nicht sagen extrem bequem. Für Kurzstrecken reicht es auf jeden Fall. Der i3 ist ja eigentlich auch eher so ein Kurzstreckenfahrzeug. Es ist ein reiner Viersitzer. In der Mitte haben wir zwei Cupholder, also es ist kein Fünfsitzer. Das sollte man natürlich wissen. Und hier die Armauflage, das ist natürlich auch cool gemacht. Hier schön mit Kunstleder oder Leder bezogen. Das hier oben ist dann mit weichem Stoff bezogen. Und hier haben wir dann nochmal dieses ganze Kohlefasermaterial. Das wärmt dann den Innenraum natürlich irgendwie schon auf und spart natürlich nochmal enorm Gewicht. Ja, was auch cool ist beim i3 sind hier die Vordersitze. Also man sieht das schon, die sehen richtig cool aus. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal nach vorne und schauen uns das Ganze mal genauer an. So, öffnen wir nun unsere Fahrertür, um hier erstmal den Sitz zu begutachten. Mir fällt als erstes auf, dass der super dünn ist. Also ihr seht es vielleicht, die Sitzfläche ist super dünn, aber das täuscht so ein bisschen. Es sieht vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen unbequem aus, dadurch, dass er so dünn ist. Aber der Sitz ist richtig schön weich, hat so ein leichtes Sofa-Gefühl. Der Wagen ist jetzt auch schon 3 Jahre alt im Carsharing-Einsatz, also der hat auch schon ordentlich was durchmachen müssen. Und dafür sehen auch hier die Sitzeinstiegswagen wirklich noch sehr gut aus. Und ansonsten zur Verstellmöglichkeiten alles manuell, eben um hier entsprechend Gewicht zu sparen. Ich würde sagen, wir steigen mal ein und der Einstieg im i3 ist super angenehm. Also der ist genau auf der richtigen Höhe. Man muss nicht nach oben und nicht nach unten sich fallen lassen. Das ist eine ganz tolle Einstiegshöhe, eben dadurch, dass die Batterien hier am Fahrzeugboden sind. Gut, wir gehen erstmal das Cockpit von links nach rechts durch. Das muss man erstmal so ein bisschen auf sich wirken lassen. Hier links die Türtafel, oben schön mit Stoff bezogen. Hier dieses Kohlefasermaterial. Zentralverriegelung, Türgriff, schön in Aluminium bzw. Metall. Die Armauflage ist so mit Kohleder oder Kunstleder leicht bezogen. Hier können wir die Spiegel einklappen, hier können wir die Spiegel verstellen. Wir haben die elektrischen Fenster aber für vorne. Hinten können wir die Fenster nicht absenken und auch nicht ausstellen. Hier haben wir noch so ein kleines Getränkefach. Ich denke mal, ihr seht das. Hier unser Lichtschalter, ganz klassisch, wie man den von den BMW-Modellen halt kennt. Das Material hier oben ist ein bisschen weicher. Hier haben wir bei den Lüftungsdüsen noch schöne Verstellrädchen, das ist ganz cool. Auch hier ist es ein bisschen weicher. Hier oben haben wir dann überall Hartplastik. Genauso wie hier, das ist auch alles Hartplastik, es fühlt sich zumindest ein bisschen hochwertiger an. Das hier ist so ganz leicht unterschäumt, genauso wie das hier vorne. Aber im Großen und Ganzen ist die Materialauswahl im BMW 3 jetzt nicht extrem hochwertig, aber das soll ja auch gar nicht so sein. Das soll ja vor allen Dingen ein leichtes, innovatives Elektroauto sein. Dann sehen wir hier das Zwei-Speichen-Lederlenkrad. Ich habe es ja beim Skoda Octavia kritisiert, das Zwei-Speichen-Design. Ich bin auch beim i3 jetzt kein großer Fan davon, aber irgendwie hat das was mit der blauen Ziernaht. Passt richtig gut hier in das Auto rein. Ehrlich gesagt, nach 3 Jahren ist das Lenkrad schon sehr speckig. Also es fällt sich nicht mehr so schön frisch an, muss ich wirklich sagen. Also das Leder hat schon ganz schön gelitten. Sieht zwar noch gut aus, aber es fühlt sich nicht mehr so toll an. Ansonsten von der Bedienung her gibt es wenig Rätsel.
Tempomat, nicht adaptiv, ganz normal. Und hier eben für Musik, Freisprecheinrichtung, ETC. Hier haben wir unseren ganz klassischen BMW-Blinker und hier unseren Gangwahlhebel. Ich habe es im VW ID3-Video schon gesagt, einer der BMW i3-Entwickler ist ja zu VW gewechselt, Christian Sänger. Und der hat dann im ID3 einen ähnlichen Gangwahlhebel mit umgesetzt. Der ist ganz praktisch hier im i3. Wir können hier rüber das Auto starten, das machen wir auch gleich mal. Dann ist alles an. Und hier können wir dann die Gänge eben einlegen. Und hier haben wir sogar neutral. Wir gehen aber erstmal in die Parkstellung. Ich sehe gerade, das knarzt auch schon so ein bisschen. Der Wagen hat übrigens jetzt nach 3 Jahren 24.779 Kilometer runter, falls jemand das interessiert. Gut, und hier in der Mitte sehen wir dann unser Connected Drive. Es gibt noch eine Nummer größer. Ich weiß nicht genau, wie das Navi jetzt heißt. Es müsste bei BMW bestimmt das Navi Business sein, vermute ich mal. Ich weiß nicht, ob es beim i3 auch so heißt. Das können wir hier unten ganz klassisch über unseren iDrive Drehrücksteller bedienen. Der ist wirklich ja, fantastisch. Wenn man sich hier oben mit den Tasten ein bisschen zurechtgefunden hat, dann läuft das super flüssig, super schnell, sehr intuitiv. Man muss nicht unbedingt groß von der Straße runter gucken und hat alles schön im Blick. Der Bildschirm könnte zwar ein Tick größer sein, aber von der Geschwindigkeit geht er wirklich sehr in Ordnung. Klar, man merkt, vom Design her ist das jetzt kein 2021er Infotainment-System. Es ist schon ein bisschen älter, so von BMW aus dem Anfang der 2010er Jahre vom Design her. Aber trotzdem, das Infotainment-System macht seinen Job ganz gut. Leider ist die Navigationsfunktion hier noch nicht so intelligent und schlau wie bei neueren Autos. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal irgendein Ziel eingebe, schlägt er mir unterwegs jetzt nicht unbedingt die Ladesäulen und so weiter mit vor. Das ist dann bei neueren Autos ein bisschen ja, durchdachter, sage ich mal. Dafür haben wir bei Sonderziele dann eben hier, ich nehme mich mal ein bisschen näher ran, den Punkt Ladestation, wo er dann eben entsprechend die Sonderziele sucht. Mal gucken, wie lange das dauert. Ist ja nicht mehr das neueste System. Okay, es dauert ziemlich lange. Demnächst rechts abbiegen. Ja, ich habe das dann gefunden, da sagt er mir sogar den Umweg an, okay. Aber er scheint das eben nicht automatisch hier mit zu berechnen, wie ich das sehe. Und er hat jetzt gerade eine Allego-Ladesäule rausgesucht. Carmaniac-Zuschauer werden jetzt wissen, warum das lustig ist. Dann habe ich unten noch unseren Fahrerlebnisschalter. Und in dem Sinne ist es kein richtiger Fahrerlebnisschalter, weil wir hier eben nichts erleben können. Wir haben hier keinen Sportmodus, wir haben nur Ego Pro. Darüber hinaus noch Ego Pro Plus und eben den normalen Komfortmodus, aber einen Sportmodus gibt es hier beim normalen i3 ohne S eben nicht. Genau, dann haben wir hier noch einen Becherhalter, ganz cool, auch unten gummiert. Hier zwischen Fahrer und Beifahrer ist nichts, wir haben keinen Mitteltunnel, außer eben hier so ein kleines Netz. Auch da erkenne ich so ein bisschen Parallelen zum VW ID3, das ist beim ID3 ähnlich, auch hier mit der Halterung. Ja, hier haben wir dann unsere automatische Klimaanlage, die hat nur eine Klimazone, wenn ich das richtig sehe. Genau, hier können wir unsere Sitzheizung anschalten, dreistufig. Klima-Automatikbedienung und hier haben wir noch diese Schnellwahltasten und den Lautstärke-Drehregler, der ist ein bisschen blöd positioniert, finde ich. Doof ist übrigens auch, dass wir hier die Radiolautstärke nicht am Lenkrad über diese Wippen hier einstellen können. Hätte ich mir noch gewünscht. Gut, dann haben wir hier in der Mitte noch unsere elektrische Parkbremse, leider ohne Autohold-Funktion, ein bisschen schade. Hier unsere Mittelarmlehne, die können wir einmal aufmachen. Da ist ein Platz für so ein kleines Telefon, wie man das früher vielleicht noch kennt, von BMW. Und darunter haben wir dann nochmal einen Getränkehalter, USB, Aux-In und einen Zigarettenanzünder, das hier unten ist ja so leicht gummiert. Und hier an der Seite haben wir unser Handschuhfach, das öffnen wir über diesen Knopf. Das öffnet sich hier oben und ja, das ist jetzt nicht wirklich groß, da passen halt eben Handschuhe rein. Ist dafür schön Filz ausgekleidet. Das Raumgefühl hier im BMW i3 ist wirklich was ganz Besonderes. Dadurch, dass das Display hier so schwebt und dahinter dann nochmal ein gefühlter ganzer VW abkommt bis zur Windschutzscheibe, ist das wirklich ein cooles Gefühl hier drin zu sitzen. Und auch die Übersicht ist eigentlich ganz okay durch dieses hintere Seitenfenster noch. Die Säulen sind alle relativ schmal und ja, insgesamt muss ich sagen, macht das schon mal einen guten Eindruck. Wir schauen jetzt mal, wie der i3 sich so fährt. So, ich würde sagen, wir starten den Fahreindruck, indem wir den Motor starten. Wie gesagt, einfach hier den Startknopf drücken. Dann ist der BMW i3 an. Dann legen wir unsere Fahrstufe ein und können auch schon losrollen. Ich habe nebenbei wieder hier mein Handy an, damit ich mich wieder schön zurückfinde. Ja, wie gesagt, Tesla Grünheide könnt ihr gleich erstmal hier bewundern. Der i3 wird ja in Leipzig gebaut, also gar nicht so weit weg von hier und ist ja auch schon jetzt 8 Jahre lang circa auf dem Markt. Merkt man das im BMW i3 an? An manchen Stellen ja. Zum Beispiel beim Infotainment-System muss man sagen, ist er so ein bisschen in die Jahre gekommen, will ich nicht sagen, aber man merkt einfach so ein bisschen das Alter an. Er ist aber gut gealtert, muss ich sagen. Und auch beim Fahren merkt man so ein bisschen, dass der i3 noch diese alten BMW-Gene hat. Das merkt man, finde ich, besonders bei der Lenkung. Die ist nämlich hier, ich war zuerst ein bisschen erschrocken, die ist nämlich sehr, ja, ich will nicht sagen schwergängig, aber die
lenkt sich so ein bisschen schwerer als bei den ganzen moderneren Autos. Besonders im Stand fühlt es sich vielleicht im ersten Moment so an, wenn man jetzt verwöhnt ist, als hätte man gar keine Servolenkung, aber natürlich hat man eine Servolenkung, nur die Servounterstützung ist eben hier nicht sehr hoch. Das ist von der Lenkung her ein ganz cooles Fahrgefühl. So, hier vorne könnt ihr jetzt mal die Gigafactory sehen. Ich finde es absolut Wahnsinn, was hier in kürzester Zeit hochgezimmert wurde. Gleich auf der Autobahn, das geht ellenlang dahinter noch. Also riesen Respekt an Tesla, auch wenn vielleicht die eine oder andere Baugenehmigung jetzt nicht so legal herbeigeschaffen wurde. Ich bin nur gespannt, wie sie das mit den Bäumen machen, also wo die wieder aufforsten wollen. Die wollen ja, glaube ich, es 3- oder 4-fach an Bäumen wieder aufforsten. Und das auch hier in der Umgebung. Ich frage mich nur, wo das sein soll, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber ansonsten echt Respekt für das Projekt. Ich bin sehr gespannt, wenn hier dann noch dieses Jahr die ersten Tesla Model Y vom Band laufen werden. Gut, wir fahren jetzt hier auf die Autobahn. Der BMW i3 hat hier 170 PS und wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, 230 Newtonmeter, glaube ich. Ich blende euch die genaue Zahl nochmal ein, falls ich mich jetzt gehört habe. Er schafft maximal 150, ist dann elektrisch abgeriegelt. Und genau, mal gucken, wir können ja gleich mal voll raus beschleunigen. Ja, es macht richtig Spaß. Sind wir schon bei 80. Also der E3, der zieht wirklich gut an. Ich habe den auch vor uns mal von 0 auf 50 gemessen. Interessanterweise fühlt sich die Beschleunigung hier krasser an als im ID3. Ich hätte auch gedacht, dass er schneller ist als im ID3 mit 204 PS. Einfach wegen dem Gewichtsvorteil. Aber dem ist gar nicht so. Also der i3, den habe ich hier von 0 auf 50 mit 2,9 Sekunden gemessen. Den VW ID3 glaube ich mit 2,7 oder 2,8. Blende ich auch nochmal genau ein. Und übrigens hier ist immer noch das Tesla-Werk. Also echt Wahnsinn, wie riesig das Ganze ist. Ja, zum Thema Fahrverhalten. Wie fährt sich der BMW i3? Er fährt sich, wie gesagt, teilweise noch wie so ein richtiger Oldschool-BMW und das eben verpackt in dieser modernen Hülle und diesem modernen Antrieb. Das ist echt eine coole Kombination. Die Lenkung ist halt noch so ein bisschen schwergängiger. Das Fahrwerk, das bringt so ein bisschen die Unebenheiten mit in den Innenraum, ohne dabei aber unkomfortabel zu sein. Also es hat so eine leicht sportliche Note, ist aber trotzdem im Grunde sehr komfortabel. Und der Antrieb, der ist natürlich elektroautotypisch einfach geil, muss ich wirklich so sagen. Man geht ja aufs Gas und man hat sofort den Schub und sofort ist man 10 km schneller, obwohl man das Gas nur vielleicht für einen Bruchteil einer Sekunde angerührt hat. Also das ist wirklich cool. Ist aber bei allen Elektroautos so, muss man fairerweise sagen. Wobei mir hier beim i3 aufgefallen ist, wenn man so bei 50 Kickdown gibt, fühlt sich das hier nochmal deutlich impulsiver an als zum Beispiel beim VW ID3. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der i3 eben gut 700 Kilo leichter ist als der VW ID3. Wobei man natürlich fairerweise auch sagen muss, der VW ID3, ich muss immer mit den Namen jetzt nicht durcheinander kommen, weil beide mit 3 hinten aufhören. Der hat fast einen dreimal so großen Akku, also der liegt ja bei, ich glaube, 77 Kilowattstunden in der großen Ausführung. Der BMW i3 hier, ich blende euch die genaue Angabe nochmal ein. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht alle Zahlen zu 100% zu den Auto im Kopf. Ich meine, es sind hier um die 28 Kilowattstunden netto. Das ist natürlich ein deutlich kleinerer Akku, aber durch die ganzen Leichtbaumaßnahmen ist es auch natürlich generell auch sehr leicht. Zum Thema Verbrauch, den gibt BMW, glaube ich, mit irgendwas um die 12 Kilowattstunden an. Ich bin vor uns, wo ich hierher gefahren bin, ganz entspannt gefahren und lag zuerst beim Fahren durch die Stadt bei einem Verbrauch von, ich glaube, 10,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Jetzt bin ich bei 12 Kilowattstunden durch eben ein, zwei Mal flotte Hochbeschleunigen. Ich sag mal so, also man kann ohne Probleme unter 12 Kilowattstunden fahren im Alltag, das finde ich wirklich toll. Und was auch toll ist, und das trägt auch maßgebend zu dem geringen Verbrauch bei, das ist die Rekuperation. Die ist hier in den i3 wirklich deutlich stärker als ich dachte. Dafür, dass es ja hier ein Elektroauto der ersten Stunde ist, in Anführungszeichen, ist die Rekuperation hier wirklich sehr, sehr stark. Ich finde sie sogar ein bisschen stärker als im VW ID3 im B-Modus wohlgemerkt, also im Rekuperationsmodus beim ID3. Wenn ich hier vom Gas gehe, bremst ja so stark, dass man eigentlich gar nicht mehr die normale Fußbremse braucht. Interessanterweise, vor uns, wo wir uns das Auto von außen angeschaut haben, habe ich mir mal die Bremsen angeschaut. Nach 25.000 Kilometern waren die auch schon so leicht abgenutzt. Also die ganzen Leute, die das Auto bis jetzt gefahren sind, haben anscheinend hier diese One-Pedal-Drive nicht wirklich genutzt, sondern sind immer schön hier in die Bremse gegangen. Gut, wie gesagt, Carsharing-Autos werden gerne auch ein bisschen misshandelt, aber ja. Ich denke mal, wenn man das Auto selbst fährt und die Rekuperation intelligent und clever benutzt, ist der Bremsenverschleiß in dem Auto wirklich sehr, sehr gering. Die Rekuperation kann man jetzt zwar nicht in verschiedenen Stufen einstellen, aber ich bilde mir zumindest ein, dass das Ganze im Eco Pro Plus Modus noch ein bisschen stärker ist als im Eco Pro bzw. als im normalen Komfortmodus.
Komfortmodus reagiert das Gaspedal auch gleich deutlich giftiger als im Eco Pro Modus. Ist ja klar, dass der Eco Pro Modus soll natürlich ein bisschen Reichweite sparen. Und wenn ich den Eco Pro Plus Modus reinmache, dann, ihr seht es da gerade, wird die Maximalgeschwindigkeit auf 90 km/h limitiert. Das ist natürlich gut für die Reichweite. Ich würde sagen, wir können das gleich mal ausprobieren. Wir sind jetzt hier, okay. Wir waren gerade bei 96 und er sagt mir dann noch Fuß vom Gas, okay. Ich gehe mal noch leicht jetzt ans Gas, mal gucken. Ja, aber trotzdem schneller. Okay, also er lässt sich trotzdem durch einen beherzten Tritt aufs Gas überstimmen über die 90 km/h. Aber man merkt, dass er kurz so leicht wie eine Gedenkpause hat bei 90. So nach dem Motto, beschleunige jetzt bitte nicht weiter, sonst wird es ineffizient. Uneffizient wird sicherlich bei 150 km/h bei der Höchstgeschwindigkeit. Konnte ich leider jetzt hier bei den Gegebenheiten nicht testen. Was ich aber euch sagen kann, die Windgeräusche sind naja, gar nicht so gut gedämmt. Also wir fahren hier 80, 86 und gerade so von dem Bereich hier, finde ich, hört man schon ein paar Windgeräusche, dafür, dass wir hier relativ langsam fahren. Und auch die Abrollgeräusche, selbst wenn ich jetzt hier mal ein bisschen nach rechts fahre. Ja, die Fahrgeräusche sind im i3 jetzt nicht ganz so leise bei der Geschwindigkeit. Also man hört überall so leichte Windgeräusche. Die Abrollgeräusche selbst nimmt man aber gar nicht groß wahr. Dass der BMW i3 noch so ein bisschen ein Oldschool-Elektroauto ist, merkt man auch daran, dass man hier kaum Assistenzsysteme hat. Wir haben hier zum Beispiel keinen adaptiven Tempomat, keinen Spurhalteassistent, also es ist wirklich ein Basic-Auto in Anführungszeichen, was aber gar nicht schlimm ist, ganz im Gegenteil. Hier zum Beispiel bei so einer Situation wäre ein Spurhalteassistent jetzt maximal nervig, der andauernd hier links und rechts lenken würde, weil er hier 1000 verschiedene Spuren erkennt. Das macht der i3 nicht, weil was nicht da ist, kann einen auch nicht nerven. Wir können jetzt hier vorne gleich einmal ein bisschen hochbeschleunigen, hoffe ich. Wir gehen mal in den normalen Komfortmodus. Ich gucke mal, ich sehe glaube ich da vorne unser Lieblingsschild, das Unbegrenzschild. Vielleicht schaffen wir es mal in 3,1 Kilometer mal voll hoch zu beschleunigen. Ah, sind noch 120, okay. Dann würde ich sagen, geben wir jetzt mal Kickdown. Jetzt sind wir bei 100, 110, 120. Also es geht wirklich schon flott und es macht doch wirklich Spaß. Also gefühlt taucht hier hinten so ein bisschen die Federn ein. Das macht wirklich Spaß. Also generell der BMW i3, der zaubert mir permanent ein Lächeln ins Gesicht. Also der ist wirklich vom Fahrspaß her ziemlich cool, muss ich echt sagen, obwohl wir nicht mal den i3S haben. Wir verlassen jetzt mal die Autobahn an der Stelle. Also klar, der i3, man kann mit ihm natürlich auf die Autobahn fahren, aber für mich fühlt er sich ganz klar eher so im städtlichen Bereich zu Hause. Da macht ja auch wirklich richtig Spaß, gerade von Null weg an der Ampel, Elektroauto typisch, kommt da schon Fahrspaß auf. Und die Reichweite ist auch gar nicht so schlecht. Also ich weiß nicht, was die Herstellerangabe ist, blende ich euch an der Stelle mal ein. Aber ich sag mal so, 220 Kilometer schafft man durchaus. Also stehen jetzt noch 195 auf dem Zähler und ich bin ungefähr 30 Kilometer gefahren. Also 220, 230 Kilometer sollte man schaffen. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, dass man Elektroautos ja meistens eher so im Bereich von 20-80% fährt. Also da hat man so ein Fenster von 60%. Dementsprechend ist die alltägliche nutzbare Reichweite, wenn man jetzt immer von 20 auf 80 lädt, vielleicht so bei 130, 140, 150 Kilometer, irgendwie sowas in der Richtung, je nachdem. Was aber, wie ich finde, auch vollkommen in Ordnung ist. So, wir gehen jetzt hier mal von Null weg Vollgas. Ja, da geht's gut weg. Die Verbrennerkollegen neben uns, die haben wahrscheinlich gerade den ersten Gang eingelegt und lassen eine Kupplung kommen und wir sind schon an der nächsten Ampel. Es macht wirklich Spaß, auch wenn das natürlich jetzt nicht so effizient ist. Vorne ist übrigens, ich bremse nicht. Das macht alles gerade Rekuperation und ihr seht, wenn ich jetzt klug anstelle, ich lasse mal ein Stück vorrollen, ohne zu bremsen, zack, stehen wir an der nächsten Ampel. Perfekt, also die Rekuperation im i3 macht wirklich hier viel Sinn und wenn man klug fährt, wie gesagt, kann man hier den Bremsenverschleiß ja quasi auf null reduzieren. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu einem Fazit des BMW i3. Ist ja seiner Zeit voraus gewesen, definitiv. Und das Auto fühlt sich auch heute noch so ein bisschen nach zurück in die Zukunft an. Also es fühlt sich nicht so an, als würden wir in ein Auto aus 2012 sitzen. Es fühlt sich teilweise eher so an, als würden wir in ein Auto aus 2030 sitzen, weil alles so super futuristisch ist. Auch wenn man an manchen Stellen natürlich schon das Alter merkt. Gerade so beim Infotainment-System ist ganz klar. Und auch beim Assistenzsystem, da merkt man schon, dass der i3 nicht mehr der jüngste ist. Das gleiche gilt auch für die Ladezeiten. Also das neue Auto ist natürlich um Welten besser. Aber nichtsdestotrotz ist der i3 heute immer noch eine interessante Alternative unter den Elektroautos. Mir persönlich gefällt er sehr gut. Ich finde ihn optisch mal was ganz anderes, aber nicht hässlich. Und dafür, dass es hier so ein kleines Auto ist, hat man auch einen drin, gerade auf der Rücksitzbank, wirklich viel Platz.
Der Kofferraum ist jetzt nicht riesig, aber für den Einkauf denke ich mal ausreichend. Und hier vorne durch den fehlenden Mitteltunnel hat man wirklich viel Platz. Also insgesamt würde ich den i3 gerade für den Stadtbetrieb schon als sehr alltagstauglich beschreiben. Und auch dieser BMW-Slogan Freude am Fahren wird hier auf jeden Fall groß geschrieben. Es ist eine andere Freude am Fahren als in einem Benziner oder Diesel von BMW. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall immer noch dieses Grinsen im Gesicht, was man beim Fahren hat. Das macht wirklich Spaß, mit dem i3 zu fahren. Auch das Thema Effizienz ist beim i3 fantastisch. 12,3 Kilowattstunden jetzt, obwohl wir auch ein, zwei Mal stärker hochbeschleunigt sind. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt rote Ampel, ich gehe vom Gas. Ich habe das Gas noch leicht gedrückt, weil die Rekuperation sonst so stark wäre, dass ich gar nicht bis zur Ampel kommen würde. Und ihr seht es ja vielleicht hoffentlich an meinen Füßen. Ich bremse nicht. Und wir schaffen es, ein bisschen Gas noch, wieder genau an der Linie anzuhalten. Das ist echt cool. Leider haben wir keine Auto-Hold-Funktion, also wir müssen dann, da es hier so leicht abschüssig ist, dann den Fuß auf die Bremsen legen. Ja, und ich würde sagen, wenn die Ampel jetzt grün wird, dann geben wir einfach nochmal Vollgas, einfach weil es so viel Spaß macht. Vielleicht seht ihr es im Rückspiegel, die Leute hinter uns sind noch nicht mal richtig losgefahren, schon sind wir auf 70, also das macht wirklich Spaß. Auch wenn man hier nicht ganz so krass in den Sitz gedrückt wird, eher so, wenn ich jetzt bei 70 nochmal ans Gas gehe, dann kommt so dieser Punch so richtig. Aber von null weg, finde ich, ist dieses in Sitz drücken gar nicht so stark hier beim BMW i3. Übrigens, der BMW i3 hat hier richtigen Heckantrieb, sprich die angetriebene Achse und der Motor sitzen hier hinten. Das merkt man beim Fahren prinzipiell auch, aber ihr habt es vorhin vielleicht gesehen bei der einen Szene, wo ich hinten bei dem Kreisverkehr ein bisschen schneller rausgefahren bin. Da hat er schon ein bisschen über die Vorderachse geschoben. Das liegt natürlich zum einen an den schmalen Reifen und natürlich auch an der Tatsache, dass die hier schon vom Profil her tot sind. Aber ja, prinzipiell Fahrspaß kommt auf, aber durch die schmalen Reifen untersteuert er dann doch ein bisschen. Also trotz Heckantrieb ist er jetzt kein Kurvenräuber, um es mal so zu sagen. Man kann zwar dynamisch fahren, aber eben alles in Maßen. Da ist der BMW i3 jetzt bei weitem nicht so agil wie zum Beispiel ein 1er oder ein 3er BMW. Also um das Video jetzt zu beenden, ich finde den BMW i3 klasse. Er hat was ganz Eigenes. Er macht irgendwie total viel Spaß, ist mal was ganz anderes. Obwohl er schon ein paar Jahre alt ist, begeistert er trotzdem immer noch mit innovativen Ideen, wie zum Beispiel das ganze Leichtbauthema, was den Verbrauch hier so schön auch nach unten drückt. Also es macht wirklich Spaß, den BMW i3 anzuschauen und zu fahren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte eine positive Bewertung da, wenn ihr wollt, vielleicht auch ein Abo. Und schreibt bitte mal eure Meinung zum BMW i3 in die Kommentare. Vielleicht könnten einige von euch, die sich vielleicht mit dem Auto ein bisschen besser auskennen als ich. Wie gesagt, ich habe mich jetzt im Vorfeld nicht groß zu dem Auto informiert. Ich wollte den halt einfach mal ausprobieren und euch mitnehmen. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, was ich vielleicht noch vergessen habe an wichtigen Informationen. Oder korrigiert mich meinetwegen auch, falls ich irgendwas falsch gesagt habe. Ja, ich versuche aber alles durch entsprechende Einblendungen dann zu korrigieren, falls ich was falsch gesagt habe. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin würde ich sagen, ciao.